So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Beim letzten Mal haben wir ja den Fungus-Pass komplett erkundet und haben ein bisschen was über die alte Geschichte des Spielers erfahren. So, und jetzt muss ich mich noch ein bisschen um Oaka kümmern, weil der Mann muss noch ein bisschen Schulden abbezahlen. Und da wollen wir natürlich liebend gerne bei helfen. So. Wie viel Money haben wir jetzt? 45.000. Na, mal gucken, ob das reicht. Noch 72.000 Schulden. So, ich komme nochmal alles auf, so gut wie es kann. Hier, High Potion kann ich auch komplett max kaufen. Oh, nee, ich bin schon pleite. Okay, noch 26.000. So, verkaufen. Accessoires. Das Glasband ist gegen Gift Schlaf, bringt aber nochmal 2500. Das Muster nochmal 1000. Perfekt. So, und jetzt diesen ganzen Item-Scheiß nochmal verkaufen. Potion Schwert 52, die kein Mensch braucht. Rüstung Schwert haben wir kaum noch. So, aber High Potions kann ich locker auch 30 verkaufen. Allheilmittel kann ich auch 5 entbehren. Hier die Weihwasser. Nochmal 7000. Echokraut. Nochmal 2000, Goldnadel. Nochmal 1000, okay, 19.000. 26.000 noch. Oh je, das wird eine knappe Sache. So, jetzt für die ganzen Weihwasser. Noch 6.700. Oh, wird's klappen? Weihwasser. Ja. 5000. Aber ich das noch ein paar Mal mache, so hin und her verkaufen. Okay. 1700. Ein bisschen Money brauche ich noch so als Startkapital. Quatsch, verkaufen. Verkaufen. So. Hier, ich verkaufe noch 5 Allheilmittel. Und die ganzen Weihwasser. So. Und damit. Was kaufe ich am besten? Ja, für mich ist Federn. Damit sind die Schulden beglichen. Millionär. So long. Thanks for everything. Not exactly a proper thanks now, is it? Nee. I think I'll keep doing business here for a bit. At a tremendous discount, of course. Will ich dir hoffen. So, wie viel? Welcome. Phönixfedern für 10, Alter. Ich kann 71 Phönixfedern kaufen. Oh, Junge. Der Geldglitch wird so hart abused, Junge. Okay, dann fang einfach mal ganz leicht mit Phönixfedern an. So, und jetzt. Hier, Weihwasser. So, die Weihwasser. Oh yeah, das Achievement Millionär könnte jetzt nicht passender sein. Ich muss nochmal mein Inventar ein bisschen sortieren. So, ich verkaufe am besten alles, was du Oaka auch verkauft. Also Potion, High Potion, Phönixfeder, Augentropfen, Echokold, Goldnadel, Weihwasser. Ich würde es nämlich ganz gern im Inventar dich so sortieren. Also hier High Potions können auch weg. Augentropfen waren glaube ich auch dabei. Antidot. Jo. So, das sortiere ich mir jetzt im Menü zurecht. So, ordnen. Einmal automatisch bitte. Welcome. So, und jetzt kaufe ich den hier. Alles komplett voll. Oh yeah.
Das werde ich dann alle schön verticken, bis ich das maximale Geld habe. Einfach nur herrlich. So. Und man, bis ich eine Million habe, das wird anstrengend. So, habe ich jetzt hier alles? Okay, perfekt. So, auf geht's. Oh Mann, ich hätte es vielleicht drauf screen machen sollen oder so. Weil auf die Art und Weise würde ich das ja ewig ziehen, bis ich es habe. Okay, ich sollte mich vielleicht nur auf die ganz wertvollen Gegenstände beschränken. Hier ist man nur so 1000, hier die High Potion, das ist in Ordnung. Frühlingsfedern kann man auch mitnehmen. Und das Weihwasser. Obwohl der Einkaufspreis immer noch relativ hoch ist. Na gut. So. Ich hätte es mir eventuell doch manuell sortieren sollen. Oh Mann. Bis ich da die Millionen habe, dann mache ich ja echt noch eine Weile. So, ordnen manuell. Ach, Quatsch. Das hier runter. Hier hin. Hier hin. So, jetzt müssen die drei Items immer ganz oben sein. Das ist leider keine Accessoires oder so verkauft. Verdammt nochmal. So, jo. Ey, jetzt wird das Money hochgegrindet. Oh, Junge. So, 99 High Potions bringen einfach auch mal 12.000. Ich werde dich aber bis jetzt nachgucken, ob der Himmel wirklich 1 Million kostet hat. Weil, falls doch, ja, dann uff. Schade, M4-Modus zählt leider nicht in Menüs. Sonst hätte ich da vielleicht noch ein bisschen Speed rausholen können. Oh mein Gott, okay. Das. Ich gehe erstmal auf B-Side gucken, ob der Hinweis wirklich 1 Million gekostet hat. Ach, Außendeck vor allem, was mache ich denn? Weil, falls ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ach, hier ist eine Schufterbrücke. Oh, lol. Spring! Was ist denn los? Das haben wir zwar 33.000 Kill, aber. Naja. Bis zu 1 Million ist es halt schon noch ein bisschen. Oh, warte mal, jetzt lande ich gleich auf B-Side. Das heißt, es gibt gleich auch dort massiven Story-Shit. Ich google es am besten lieber mal. Final Fantasy X2 Chapter 1 B-Side Key. $900,000 Gil und es steht schon, you can buy the key from the shopkeeper in the first tent. It is impossible that you will have that much Gil upon your first visit to B-Side Island. Oh doch, ist es sowas von unmöglich. Was macht dieser Key? Bringt mir das überhaupt was? Bam, badam, badam. Was zum Fick? Cyphers? Search Sphere. Okay, von diesen 900.000 kann ich mir also die Search Sphere holen. Das ist ein solides Item, das bekommt man das immer erst recht spät im Spiel. Für 900.000 Gil, also nicht Maximum, aber 900.000 Gil. Daher auch Millionär. 100.000 für Oaka und 900.000 für die Alte dann, die das haben will. Na, herzlichen Glückwunsch.
Das will ich jetzt wirklich durchziehen. Das sieht schon fast so aus, als ob es eigentlich nicht wert wäre, das zu machen. Zwölftausend. 14.000. 21.000, also ungefähr 22.000 bekomme ich pro Verkaufsrunde. 22.000 bekomme ich, 5.000, 6.000, 9.000. Also ungefähr 13.000 mache ich hier plus pro Verkaufsrunde. Naja. Da kann man sich ja denken, wie lange ich das noch machen werde. 90 Mal ungefähr. Na, herzlichen Glückwunsch. Genau das, worauf ich jetzt Bock hatte. Aber komplett. Bruh. Einfach nur bruh. Kann dann nichts verkaufen, was ein bisschen mehr wert ist. Das ist durchzugrinden, ist immer übelster Scheiß. Warte mal, was hab ich mir jetzt gekauft? Ah, ich hab Porsche 1 gekauft. Bruh. Ich glaube, ich werd. Warte, wie viele Items hat er noch mehr? Das sind drei. Drei Slots habe ich schon, ein Slot mehr. Zwei, drei, vier, fünf Slots mehr. Ich will einfach alles einkaufen. Einfach alles. So, manuell. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. So, damit durfte ich jetzt eigentlich sämtliche Items einkaufen können von ihm. Das wird mir wahrscheinlich nicht wirklich schneller machen. Aber vielleicht muss ich damit ein bisschen weniger durch die Menüs navigieren oder so, keine Ahnung. Eventuell verkauft er es dafür auch besser oder so. Ich finde es aber trotzdem krass, dass man sowas nicht rausgepatcht hat oder so über die Zeit. So. Naja. Der Gewinn hält sich in Grenzen, sagt man so. Und da ist es auch verschwendend dafür, das Aufnahmezeit zu verschwenden. Also wirklich. Ist das mal offscreen? Wir machen die Folge noch ein bisschen anderes. Damit ich mir das nicht komplett antun muss. So. Irgendwelche Orte, wo ich noch hin muss. Einen Ort wollte ich noch besuchen. Ich war mir relativ sicher. Welcher war das? Bikanel, Makalania. Doch, Makalania war es. Ich wollte nochmal zum Reisebedarf. Eventuell gibt es nämlich bei dem Reisebedarf da oben noch irgendwas. Und das würde ich natürlich dann noch sehr gern mitnehmen. Oh yeah. Und dann kann ich theoretisch nochmal den ganzen Weg zum Tempel laufen. So, die chillen immer noch hier rum. Ich dachte, die hätte ich mittlerweile mal verpisst. Oh, die haben auch alle 1010 Leben. Wahnsinn. Oh, Schatz. Ja, damit. Heilpauschen. So, reinlassen die mich leider nicht. Und jetzt sind auch sonst nicht viel Spannendes. Dann ist das eigentlich schon harte Verschwendung. Ja, jetzt hier mehr gar nichts Sinnvolles. Oh Junge, diese Low-Level-Gegner geht auf den Sack, ich mach die jetzt aus. Gar keinen Bock auf die.
so wenig wie die bringen. Mich würde es interessieren. Oh, ich darf nicht zum Tempel gehen. Das Spiel sagt einfach nein dazu. Okay. So, und hier rein komme ich auch nicht mehr. Irgendwas mit Waka. Sinnlos. Ach, brö. Naja, gut, dann hat es jetzt auch erledigt. Was habe ich dort überhaupt aus der Kiste gerade bekommen? Ich habe schon wieder vergessen. Ei. Komplett lost. Und ich dachte schon, die Folge wird irgendwas Produktives, aber nee. Ich meine, jetzt habe ich so 100.000 Gil, damit könnte ich mir schon ziemlich alles kaufen, was irgendwie accessoire-technisch wichtig wäre. Aber naja, so, das machen wir wieder mal an. So, ab ins Quartier. Und verkaufe ich die Rest der Zeit noch ein bisschen. Oh Mann. Waka. Oh ja, ich habe schon wieder Potions bekommen ohne Ende in dem kurzen Ausflug. Eigentlich nice. Aber eigentlich auch nicht. Oh Junge. Macht das Fun, das jetzt hier komplett durchzuziehen. Naja, was man nicht macht, damit man early und bisher schon alles machen kann. Wenn das denn überhaupt so klappt, wie ich es mir denke. $147.000, oh yeah. Aber ich glaube, es ist wirklich schneller, wenn ich ja komplett alles einkaufe jedes Mal. Habe ich zumindest so das Gefühl. Wie gesagt, den Rest mache ich dann offscreen. Sonst steht ja noch eine Stunde einfach nur in der Folge rum und weiß nicht, was ich dazu labern soll, dass ich die ganze Zeit von diesem Dude alles abkaufe. Ich meine, wie viel Supplies hat er auch? So, Kleinvieh macht auch Mist. Man nehme sich alles mit. Oh yeah, 163.000. Wenn es doch nur permanent wäre. Ich habe gerade irgendwas Wichtiges verkauft. Ich hoffe nicht. Bam bam badam badam. Lulu lulu lulu. Tam 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 tam. What can I do for you? Nee, doch nicht. Alles da, wo es hingehört. Oh Mann. So kann man natürlich auch die Spielzeit in uns endlich strecken. Ganz hervorragend. Das kann ich Wakas Gesäufz auch nachvollziehen. Wenn man sich so hochkaufen muss. Kann nicht einfach seinen Tempel geben oder den verkaufen oder irgendwie so. Mir einfach 1 Million Geld geben. Das würde ich so nice von ihm finden, wenn er das machen würde. Aber das wird so nicht passieren. Lululu. Oh ja, macht das Spaß. Genau darauf habe ich Lust. Ständig. Aber immerhin die ersten 200.000 haben wir bald zusammen. Die ersten 200.000 von den 900.000, die wir brauchen. Alter. Warum nur muss der Gewinn auch so klein sein? Auch wenn es ein ideales Setup ist. Ein bisschen mehr hätte ich schon rausspringen dürfen. Oder einfach was, womit ich noch mehr Items tragen kann. So, verkauf den Stuff. Verkauf ihn! Du, 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 du.
Bam, 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 bam. So. Jetzt hat aber echt die Schnauze voll. So, ich gehe jetzt hochspeichern und beende die Folge halt ein bisschen vorzeitig. Auch nur genau 20 Minuten. Ha, damit passt es ja wieder. So, okay, das reicht für die Folge. Beim nächsten Mal geht es dann wirklich in der Story weiter, wenn ich dann hoffentlich das Geld bereits ergrindet habe. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.